Auf unserer CPU, da gibt es verschiedene Register. Wir greifen uns ein Register heraus und darin gespeichert wird eine Gruppe von Bits. Um ein einzelnes Bit zu speichern, brauchen wir eine Speicherzelle und die gucken wir uns jetzt genauer an. Hauptbestandteile sind ein sogenanntes RS-Flipflop, damit kann man genau ein Bit speichern, sowie drei UND-Gatter. Weiterhin gibt es hier noch ein sogenanntes Nicht-Gatter. Und das Zeichen für das Nicht-Gatter ist nicht etwa das Dreieck, sondern an der Spitze des Dreiecks ist noch ein kleiner Kreis. Und dieser Kreis, das ist das wichtige Symbol hier. Der Zustand, in dem sich unsere Speicherzelle wohl aktuell befindet, ist wohl am ehesten noch der ausgeschaltete Zustand. Man sieht das daran, dass weder an den Eingangsleitungen noch an der Ausgangsleitung irgendein Signal zu erkennen ist. Wir stellen uns also vor, wir schalten unseren Rechner ein und in dem Register wird jetzt ein Wert gespeichert, also eine Gruppe von Bits, und das heißt, in dieser einen Speicherzelle wird jetzt ein einzelnes Bit abgelegt. An unserer Select-Leitung liegt der Wert 1, die Zelle ist also ausgewählt. An unserer Write-Leitung liegt ebenfalls der Wert 1, es soll also etwas geschrieben werden. Und an unserer Input-Leitung liegt der Wert 0, es soll eine 0 geschrieben werden. Dass im Flipflop jetzt schon eine 0 gespeichert ist, hat einfach mit dem Einschalten des Rechners zu tun. Irgendein Wert muss da drin sein, aber der ist nicht weiter wichtig, der wird jetzt durch den richtigen Wert überschrieben. Unsere Eingangssignale machen sich jetzt auf den Weg. Alle Gatter werden durchlaufen, das Flipflop und am Ende kommt der richtige Wert, die 0, am Ausgang an. Wir schauen einmal auf ganz relevante Punkte während dieses Ablaufs. An diesen Stellen gibt es Verzweigungspunkte, wo sich das jeweilige Signal aufteilt und in verschiedene Richtungen weiterläuft. Hier befindet sich das Nichtgatter und wir sehen die Funktion dieses Nichtgatters. Aus einer 0 wird eine 1 und umgekehrt wird aus einer 1 an dieser Stelle eine 0. Die drei UND-Gatter berechnen den Ausgangswert danach, welche Eingangswerte anliegen. Sind alle eingehenden Leitungen gleich 1, so ist auch die ausgehende Leitung gleich 1. Gibt es am Eingang nur eine 0, wird auch der Ausgang auf 0 gesetzt. Das rechte UND-Gatter hat übrigens nur zwei Eingänge, während die beiden linken über drei Eingänge verfügen. Das RS-Flipflop verfügt über zwei Eingänge. Einmal den Eingang S wie Set und dann den Eingang R wie Reset. Bei S gleich 0 und R gleich 1 wird ein Reset durchgeführt, das heißt, der gespeicherte Wert wird auf 0 gesetzt und am Ausgang Q ausgegeben. Im umgekehrten Fall, also S gleich 1 und R gleich 0, wird das gespeicherte Bit auf 1 gesetzt und ebenfalls am Ausgang Q ausgegeben. Generell gibt man die Funktionsweisen von Gattern gerne in sogenannten Wahrheitstafeln an. Man kann hier für alle möglichen Eingangswerte ablesen, welcher Ausgangswert jeweils erzeugt wird. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir einmal die Eingangswerte für unsere Speicherzelle verändern, um dann zu sehen, wie der weitere Durchlauf der Informationen ist und welcher Wert am Ende dabei herauskommt.